Ich denke, es hat uns auf jeden Fall sehr viel Selbstvertrauen gegeben, direkt die ersten beiden Spiele zu gewinnen. Auch wenn es knapp war, das zweite zu Hause gegen Gießen. Aber wie gesagt, es gibt dem Team ein gutes Gefühl und darauf kann man auf jeden Fall weiter aufbauen. Ja, eine sehr starke Mannschaft. Ich denke, es ist nie leicht, in München zu spielen, gerade jetzt vor der Crowd wieder. Wir haben, wie gesagt, die letzten zwei Spiele gut gekämpft, uns gut Selbstvertrauen erarbeitet, gut als Team zusammengespielt. Und ich denke, wenn man in so ein Spiel reingeht und da weitermacht, wo wir bis jetzt aufgehört haben, dann haben wir auf jeden Fall gute Chancen. Natürlich, es kommt immer dazu. Also man muss halt wirklich auch an solchen Tagen dann vielleicht ein kleines bisschen Glück haben. Der Gegner ist ein bisschen schwächer oder ein bisschen mehr müde. Und dann ist die Chance natürlich auch ein bisschen größer, dass man da was holen kann. Ich denke, das spielt da immer mit rein. It's great to win two games. I don't think we're playing our best basketball and we have a lot of areas to improve, but obviously getting two wins to start the season is a great way to start. Yeah, I mean, they're going to be very physical. Obviously, they're a EuroLeague team, so they have a lot of EuroLeague bodies. And them coming off a loss last night, they're going to be very motivated to play well against us. So it's both going to be a great challenge, but also we have no pressure on us. You know, they're clearly the favorite, so they have all the pressure, and we just got to go out there, play our basketball, and have fun. Like I said, a lot of bodies, physical play, a good balance between guards and bigs that are playing. So, great EuroLeague team, great challenge for us. I think it will be interesting to play against Augustin Rubit, since he was my teammate last season. Also, matching up against Othello Hunter, those matchups are going to be very interesting.